Hallo zusammen, das ist der Baschkraft Mecke. Heute sind wir miteinander im Kanton St. Gallen unterwegs. Schauen wir, was uns erwartet. Ha! Ja, da steht es ja schon zum Goldloch. Ah, Gold, Gold, ich bin reich. Ziemlich feucht und da haben wir schon den ersten Pilz. Den Bovist nehmen wir mit. Und es regnet 40 Tage lang. Ja, in den Bergen hast du praktisch keine sonnige Minute. Das Mittelland versinkt unter gewaltigen Fluten. Ja, die meisten Höhlen und Schluchten kannst du gerade vergessen. Und darum ist der Mecke wieder in seinem Winterhabitat unterwegs. An dem Ort, wo für ihn der ganze Wahnsinn angefangen hat. Nur noch wenige Meter. Die Spannung steigt. Und da, in seiner ganzen Pracht, das Goldloch. Juhu! Ha! Ja, was sagt denn so schön Goldloch? Bezeichnung ist aber falsch. So, der Mecke dringt jetzt tief in das Höhlensystem ein. Ja, wir erkunden jetzt gerade mal zuerst einen Seitengang. Laut dem Volksmund soll der einst Jüngling hier nach Gold gesucht haben. Also es ist teils eine natürliche Höhle, teils ist sie künstlich erweitert worden. Also vom Erfolg gekrönt ist das Unternehmen nicht gewesen, weil man findet keine Goldader. Gold ist im Nappelflur gebunden. Man sieht hier das Höhlenseele und an der Decke ein wunderschönes Wellenprofil. Oh, da siehst du das mal gross. Ja, da gehen wir dann nicht hinter. So, wir sind jetzt an so eine Abbau rein vorgekommen und kommen hier in einen grossen Raum. Da hinten sehen wir eine Säule, die stehen gelassen worden ist. Und hier die Spuren vom historischen Bergbau. Also ich darf euch mal sagen, es ist nicht die sauberste Höhle. Ja, wir lassen hier unseren Blick über den saftigen Morast da, der zertreten ist, Streifen. Aha! Ja, die Bergbauer haben dazumal bei der Bevölkerung Venedigermantel geheissen. Erstens einmal, die Venedig dazumal die Handelsmetropole Nummer 1 war und die meisten dort aus dem Raum gekommen sind. Vermutlich haben sie dann auch etwa die noch regionale Jünglinge für die Arbeit im Stollen angestellt. So, wir stehen hier schon am hintersten Punkt. Oh, leck, das matscht. Ja, wir sind jetzt da schon wieder in Eingangsnähe gekommen. Jetzt erforschen wir aber noch Stollen Nummer 2. Also, als ich das letzte Mal da drin war, war ich Rapunzel noch klein und herzig. Ich kann es gar nicht mehr so in Erinnerung, aber es mag an der dazumaligen Beleuchtungstechnik gelegen zu haben. 80 Lumen war schon ein heller Skiwerfer. Heutzutage sieht das ein bisschen anders aus. So, wir sind jetzt auch hier wieder zuhinterst rein. Es ist ein ziemlicher Morast. Und man sieht hier vorne eigentlich schon wieder den Ausgang. Ja, auch wenn da alles angefangen hat, habe ich noch nie einen Film über das gemacht. Jetzt machen wir mal einen, so ganz nebenbei. Jesus! So, draussen. Das Resultat. Ja, wir haben jetzt nicht mehr den Weg runtergewählt, das wäre jetzt langweilig. Wir sind hochgegangen und sind hier auf einer schönen Ebene, die vermutlich auch schon von Buschkraft besucht worden ist. Jetzt versuchen wir hier links. Das entscheidet jetzt über den weiteren Verlauf von dem Film. Also ich muss sagen, ich bin da noch nie gewesen. Es sieht ziemlich imposant aus mit dem vielen Wasser. Dann schaut euch jetzt mal das Objekt an. Aus der Sache könnte es dann mal eine Naturbrücke geben. Imposant. So, es hat mittlerweile wieder ziemlich angefangen zu regnen. Schauen wir mal. Ja, was damals interessant ist, man findet hier im Arsch von der Welt immer wieder Spuren von zerfallenen Weganlagen. Ja, ich stehe jetzt auf so einem lieblichen Hochplateau. Da hinten kommt ein Wasserfall von der Wand. Ja, ein Eispickel wäre kein Luxus sein. Klettertechnisch eher schwierig. Aber ja, liebe Leute,
Zürich-Oberland-Alpinismus mit Wurzelgriff ist in der Vergangenheit immer ein bisschen belächelt worden. Es ist aber extrem anspruchsvoll. Jeder Griff oder jeder Schritt könnte den sicheren Tod bedeuten. Puh! Man muss auch nicht mehr schauen, dass die hohen Wurzeln noch fest sind. Sonst ist es dann gewesen. So, die ersten Spuren von der Zivilisation gerettet. Solche spontan Aufstieg hat natürlich schnell einmal T6. Aber es gibt ihn als Steigerung. Stell dir mal vor, du müsstest das in deiner italienischen Disco-Schule machen. Ja, hier oben ist eine hohe Suppe. Ich bleibe jetzt mal auf dem Kuhpferd. Das wird uns dann schon zum Stall führen. Heim zur Mutti. Wir schauen jetzt hier. Leider ist der Meck ein bisschen zu spät gekommen. Sie sind schon fast durch. Wir schauen jetzt hier ganz etwas Schönes. Ein Hirte und sein Kälbli. Mega! So, der kleine Abstecher hat mich über 2 Stunden Umweg gekostet. Ich muss, glaube ich, einen Teil von meinem Programm streichen. Jesus ist immer noch nicht ans Kreuz zurückgekehrt. Schauen wir mal hier, mein zweites Pilzli. Ein flockenstieliger Hexenröhrling. Nehmen wir auch mit. Oh, da sieht es noch genau gleich aus, wie wo wir im Februar das letzte Mal hier durchgekommen sind. Nur hat es jetzt ein bisschen mehr Dornen. Das ist auch der Grund, warum ich im Sommer selten da bin. Ja, genau, von dem haben wir vorhin geredet. Keine schöne Sache. Ist das Hütli, wo der Mecke schon manche romantische Stunde drin verbracht hat. Aber das ist heute nicht unser Ziel. Dann kommen wir jetzt in die liebliche Ebene, wo der Rennst einmal ein Hof gestanden ist. Wachhunden findet man dann sogar noch überall. So, liebe Leute, ich stehe jetzt vom Objekt meiner Begierde. Christelis Höhle, und zwar Christelis Höhle 2. Es gibt 3 Christelis Höhle. So, der Weg ist jetzt gerade eine spontane Übung Schwachsinn. Ja, kannst du gerade mal die Festigkeit von Gras prüfen. Also, letztes Früh noch immer ein Seil dabei gehabt. Also, ich muss mein Seil wieder mitnehmen, das geht nicht mehr so. Also, nochmal auf den Christeli zurückkommen. Christeli war ein französischer Offizier, der verwundet wurde während des Napoleonischen Krieges. Und er soll von den Einheimischen in Christelis Höhle versteckt sein. Zwar nicht in dieser, sondern in der am Schindelberg. Das ist die Original Christelis Höhle. Und irgendwann sind ihm dann die Feldjäger auf die Spur gekommen. Und dann haben sie ihn dann in die Christelis Höhle gebracht. Sagt einmal der Peter, das sei Christelis Höhle. Es gibt noch eine dritte Christelis Höhle. Das ist Geocacher Christelis Höhle. Man sieht dort nichts mehr von Höhle. Es ist jetzt einfach irgendetwas fantasiert worden. Sie sind zusammengefallen. Vielleicht hat der Spieleo Peter recht. Also für mich sieht es aus wie Christelis Höhle. Gehen wir mal schauen. Im ersten Moment sieht jetzt das wie der optimale Buschkraft darunter schlupf auf. Aber es ist auch ein Treffpunkt für homosexuelle Männer. Christian. Da ist dann noch die romantische Buschkrafter-Szene. So, zum Mittagessen gibt es in Camembert und in Saucisse den Bachtel, ein Servala. Und der Käse heisst Azmenigschnee, ist ein Weissschimmelkäse. Ich habe zuerst gedacht, das sei Kokain. Versuchen wir ihn einmal. So, jetzt noch eine romantische Buschkrafter-Szene. Wurst hängt über dem Feuer. Immer Wurst. Der Tee köchelt. So, Mittagspause ist fertig. Wir verabschieden jetzt von Christeli. Christian, adieu Christian. Es geht flussabwärts, wenn denn das geht. Es hat massiv mehr Wasser als normal. Wow! Ich komme jetzt da drüber. Also der Weg ist übelst versorgt eigentlich, habe ich ja gewusst. So, und das ist die letzte Steige hier. So, liebe Leute, wir sind schon wieder am Schluss angekommen. Es war eine super Tour. Krasser als geplant, länger als geplant, besser als geplant. Dreckig auch! Ich hör doch nur mit dem Teil. Nein, es war cool, bis zum nächsten Mal! Ciao zusammen! Ja, der letzte von der Strecke ist jetzt 1,5 Stunden da, einfach flussabwärts. So richtig meditativ, kannst das Hirn so voll abschalten.
ganz interessante Schafsrasse. Oder sind es Lama? Schwer zu sagen. So, jetzt muss ich dann an meine letzte Begierde stillen. So, geschafft. Der legendäre Baumerfladen. Ciao zusammen!